Die Hacker vom Chaos Computer Club haben ein ziemlich verwegenes Image, aber sind gewiefte IT-Experten. Denn sie suchen immer wieder Sicherheitslücken und Datenlecks und finden die auch. Es lohnt sich also, bei ihrem Kongress in Leipzig mal genau aufzupassen. Thomas Bersch. Was vor fast 40 Jahren mit einer Handvoll Hacker begann, füllt heute ganze Messehallen. 15.000 Besucher zieht es in diesen Tagen zum Chaos Communication Camp nach Leipzig. Tu wat, lautet das Motto, und wenn Hacker was tun, dann wirbelt das Staub auf. Der Club versteht sich als Plattform, die Sicherheitslücken und Gefahren der Informationstechnik aufdeckt. Matthias Dahlheimer zum Beispiel zeigt hier, wie leicht sich Ladestationen für Elektroautos austricksen lassen und was das bedeutet. Im Endeffekt muss ich nur den Deckel abnehmen, muss diesen USB-Stick da reinstecken und habe dann Zugriff auf die komplette Ladestation und kann dann halt zum Beispiel die Kartennummern der Menschen, die vorher dort geladen haben, auslesen. Nun sei es auch möglich, aus diesen Kundendaten Kartenkopien herzustellen und sein Auto auf Kosten dieser Kunden mit Strom zu betanken. Eine Anleitung dafür präsentierte Dahlheimer auf dem Kongress vor tausenden Zuschauern. Gegen die Hacker-Ethik verstoße das nicht, sagt der Veranstalter. Man habe die Ladesäulenbetreiber vor Monaten informiert, geschehen sei nichts. Letzten Endes gibt es dann auch so einen gewissen pädagogischen Effekt, zu sagen, okay, passt auf, wenn ihr ein Problem habt und wir sagen es euch, dann hört bitte zu. Und dann kümmert euch um dieses Problem, weil irgendwann werden wir es publizieren und dann müsst ihr euch darum kümmern, weil jeder weiß, wie groß das Problem ist. Uns gegenüber hat einer der Betreiber heute ein Sicherheitsleck bestritten. Man habe das nach den Hinweisen sofort überprüft. Vermutlich werden Ladesäulenbetreiber und Computerfreaks also hier noch eine Weile miteinander im Gespräch bleiben.